Pokémon Mystery Dungeon. Portale in die Unendlichkeit. Ich merke gerade, der Moment. Der Speed hat sich wieder runtergestellt. So. Willkommen. Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt. Jetzt hat sich gerade der Emulator aufgehangen. Willst du mich verabeln? So beginnt das Let's Play. Gut, würde ich sagen. Das ist doch erotisch, oder nicht? Auf jeden Fall, ja. Wir spielen heute. Wir spielen ab jetzt, je nachdem, wie ihr es nennen wollt, Pokémon Mystery Dungeon. Portale der Unendlichkeit. In die Unendlichkeit. Meine Güte. Oh, ein neues Pokémon Mystery Dungeon Let's Play Projekt, Leute. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Nein, ich will nicht mich mit dem Internet verbinden. Eigentlich. Ah, okay. Gut, Leute. Ich hoffe, dass mit den Screens geht. So, der rechte, der unten ist ein bisschen sehr klein. Ich weiß nicht, wie weit das im Spiel noch, genutzt wird. Aber ich glaube, der Hauptbildschirm ist groß genug und dürfte auch so passen. Und vom Screen her allgemein, hoffentlich passt das alles so. Und ja, wir starten. Ein neues Spiel. Wo bin ich hier? Ist das ein Traum? Kann es sein, träume ich etwa? Das eben. Kein Zweifel. Ich höre von irgendwoher eine Stimme. Irgendjemand ruft nach mir. Du, der du jetzt meine Stimme hörst, bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns. Bitte rette die Welt der Pokémon. Wir brauchen deine Hilfe! Ja, alles klar. Somnium? Heißt es Somnium, das Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss den Sound, glaube ich, gleich mal ein bisschen leiser machen. Was war das gerade? Was habe ich da eben gesehen? Dieser Dunst. Nanu? Ich kann etwas erkennen. Wenn auch nur undeutlich. Bin ich das etwa? Mein Abbild ist ganz verzerrt. Meine Gestalt verändert sich. Ach, wir können uns hier ein Pokémon aussuchen? Was? Oh, warum? Mecha! Warum können wir uns denn ein Pokémon aussuchen? Oh, das ist ja... Oh, das verdirbt ja alles bei Pokémon Mystery Dungeon. Oh Mann, das ist schon mal ein Kritikpunkt, aber ein harter Kritikpunkt, ey. WTF. Ich bin gerade im Überlegen zwischen Floink und Milza. Milza ist Drache. Kratzer, Gewissheit, Silberblick, Energiefokus. Deckel, Glut, Rotenschlag, Bezirzer. Ah, Leute. Könnte ich Milza, Floink als Partner nehmen? Ich glaube, ich nehme Milza, komm. Ja. Milza. Ich verwandle mich in ein Milza. Mann, das ist aber doof, dass wir uns das Pokémon aussuchen können. Das ist blöd. Tatsächlich, ich bin jetzt ein Milza. Dieses Licht. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber diese Stimme, die vorhin um Hilfe rief. Ich glaube, sie kam von dort drüben. Sie bat mich, die Welt der Pokémon zu retten. What? Was war? Lebe ich nur? Oh Gott! Ich hab keinen Fallschirm dabei! Ich hoffe, da liegt ein Relaxo. Ich sehe lauter Sterne. Sonst ist alles um mich herum schwarz. Yeah. Hey du. Bist du in Ordnung? Komm zu dir. Kannst du mich hören? Ich höre eine Stimme. Wer ist das wohl?
Ah, ich kann langsam aber sicher wieder etwas sehen. Das ist ja ein... Okay, den Partner können wir uns aussuchen. Floink! Floink ist cool. Ich mag Floink. Das kleine Schweinchen. Du bist aufgewacht. Bist du in Ordnung? Ein Pokémon! Ah, ein Pokémon! Das spricht! Bist du verletzt? Ach so. Ich bin ja jetzt ein Milzer, also verstehe ich die Sprache der Pokémon. Dir fehlt absolut nichts. Ganz sicher? Ja, doch. Ich bin zwar gerade vom Himmel gefallen, aber... Jetzt echt? Das freut mich. Du bist immerhin aus allen Wolken gefallen, das meine ich wörtlich. Ja, das... Ja. Ich bin vom Himmel gefallen? Ach so, stimmt ja. Ich habe dieses Licht gesehen. Und dann bin ich in die Tiefe gestürzt. Du hast echt Glück, nicht mal einen Kratzer bekommen. Zu haben. Ein wahrer Glücksfall. Ja. Aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich bin Floink. Und du? Wie heißt du? Wie ich heiße? Ja, richtig, mein Name... Oh Gott. Das ist alles so klein. Nee, ich will nicht Milzer Doki heißen. Lol. Ich heiße... Do... Ki. Ja. Mein Name lautet also Doki. Ja. Doki. Doki ist also der Name. Freut mich sehr. Und, woher kommst du, Doki? Ich, aus den Wolken. Dass du vom Himmel gefallen bist, weiß ich ja schon. Jemand wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Und daher frage ich mich, wo du geboren bist, wo du lebst und so. Na, du weißt schon. Und natürlich frage ich mich auch, warum du plötzlich vom Himmel gefallen bist. Und sag jetzt bloß nicht, dass du tatsächlich in den Wolken wohnst. Verstehe. Tja, was antworte ich am besten drauf? Soll ich sagen, dass ich aus einer Welt jenseits der Wolken komme? Das glaubt doch keiner. Wenn ich wenigstens das Loch im Himmel sehen könnte, durch das ich gefallen bin. Aber lügen will ich wiederum auch nicht. Das Beste ist, ich sage die Wahrheit. Also ich bin eigentlich ein Mensch und ich soll herkommen und die Welt der Pokémon retten und so. Was? Du bist also in Wirklichkeit ein Mensch, Doki? Ja, das bin ich. Du hast jemand um Hilfe gerufen, rufen gehört und plötzlich hast du ein Pokémon? Du bist also aus der Welt der Menschen zu uns gekommen? Ja. War ja klar, wer würde so etwas auch glauben? Okay, alles klar. Was? Ich glaube dir. Natürlich glaube ich dir. Ja, was? Einfach so? Da bin ich baff. Das ist... okay. Klar, was du sagst, Doki, klingt natürlich schon ziemlich verrückt. Ich dachte, Menschen gäbe es nur Märchen. Allein die Vorstellung, dass ein Mensch zu Pokémon wird und eines Tages einfach so vom Himmel fällt, ist schon bizarr. Aber wie soll ich das dir sagen? Ich glaube, dass es auf der Welt viele Dinge gibt, die mysteriös und unerklärlich sind. Wer weiß, vielleicht ist das ja alles auch gar nicht so mysteriös. Es liegt eben in der Natur der Dinge, das mysteriös zu finden, was man nicht kennt. Wow, das ist wirklich mal eine erfrischende Sichtweise der Dinge. Ich will noch viel mehr wissen und noch viel mehr sehen. Ich möchte Pokémon begegnen, die bisher noch niemand gesehen hat. Ich möchte Ruinen und Höhlen erforschen. Ich möchte allerlei Abenteuer erleben. Kurzum, ich möchte Abenteurer werden. Also habe ich mich auf die Reisen begeben und, naja, hier bin ich. Aber ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss etwas wahnsinnig Wichtiges erledigen. Ich würde mich aber gerne beeilen, aber ab hier ist der Weg leider nicht ganz ungefährlich, vor allem, wenn man alleine ist. Was soll ich bloß machen? Ich hab's. Okay, du und ich. Ich bitte dich. Willst du mich wohl begleiten? Ich bin auch schon fast am Ziel meiner Reise. Aber wenn ich mich nicht beeile, komme ich womöglich zu spät. Und alleine traue ich mir das nicht zu. Oh je, die Zeit wird knapp. Bitte begleite mich. Ja, mach ich. Okay. Wow. Einfach so. Ganz plötzlich. Stufen, was? Ich hab's nicht gelesen. Muss mal meine Musik ein bisschen lauter drehen hier. Aber die Brücke ist kaputt, dein Ernst? Natürlich ist die Brücke kaputt. Wer hätte es auch anders erwartet? Wow, es ist wunderschön hier. Natur pur, der absolute Wahnsinn.
Hey, Doki, hier entlang. Na los, beeil dich. Ja, ja. Wir sind schon auf dem Weg. Nanu? Ah, die Brücke ist kaputt. Was machen wir denn jetzt? So kommen wir nicht weiter. Ah! Ah. Wie es aussieht, bleibt uns nichts anderes übrig, als dort reinzugehen. Lass uns gehen, Doki. Okay. Ist das einer dieser mysteriösen Dungeons? Stufenberg-Westhöhle. Auf geht's, begib dich auf Suche nach der Treppe zur nächsten Ebene. Halt aber wie gedrückt, um schneller voranzukommen. Okay. Ah. Okay, unten kann ich dann... Ah. Okay, cool. Besitzt keine Items. Oh. Ah, okay. Items, Statistiken, Umsehen, anders. Anderes. Einstellungen. Bildschirmfenster, Typ 1. Oh, oh. Erstmal alles anpassen. Wir nehmen Typ 1 natürlich. Lautstärke, Musik. Bisschen runter. Geräusche auch ein bisschen runter. So, ich glaube, das passt so. Raster ein. Ja. Tempo, Standard, schnell, Stand, schnell. Wärme, Freunde, selbst, ansehen, selbst. Ja, Karte oben. Ja? Nein. Hat sich gespeichert? Nein, hat sich nicht gespeichert. Oh, ich muss A drücken, dein Ernst. So. Raster ein, schnell. Ja. Ja. Ein, nochmal anderes. Textprotokoll, Dungeon Spielanleitung. Okay. Pause, Boden. Ah, okay. Attacken, Umsehen, Attacken. Doki. Ah! Ich hab die auf X, A, Y und B. Die Kratzer auf X ist okay. Das ist auf A. Ah, okay. Und hier sind die Raster jetzt an. Okay. Hätte L gedrückt. Ah, okay. Mit L gedrückt halten. Okay. Dann mach ich mal. Oh, das ist ja. Oh, das ist cool. Oh, ist das cool. Das finde ich sehr nice. Das finde ich richtig, richtig nice. Ui, schöne Glut. Oh, schön, ey. Da hat man nicht mehr dieses ganze, so wie damals, mit einer Attacke fixieren und die kannst du dann einsetzen. Nicht mit A. Mit Select auch nicht. Mit R auch nicht. Mit Y. Ja, mit Y, okay. Mit Y kann ich das machen. Ich mach mal... Nein, ich wollte nicht Energie... Oh. Ich wollte eigentlich A drücken. Okay, hier ist auch nichts. Eine Sinelbeere. Ja, ja. Ich weiß, dass die KP generiert. Y. Und Gewissheit. Ich wollte... Oh, ich habe Energie vor. Okay, ich muss mir merken, das ist A. Der Knopf ist A. Drücke mal den falschen Knopf, ich drücke mal B. Y und A. Expeditionstipps. Oh, hätte ich mal lesen können vielleicht, ne? Aber ich muss nicht mal B drücken, das ist schon recht schnell so, finde ich. Nimm die Treppe zur nächsten Ebene zu gelangen, okay. Ja, wollen wir. Stufenberg, Zentralhügel. Ja. Schön, Leute. Oh, Mystery Dungeon, ich liebe diese Spielereihe. Untersuche den glitzernden Gegenstand mit A und schau, was passiert. Gott. Kleines Milzer mit starken Kräften, Alter. Hui. Ist ja cool. Das ist cool. Möchtest du weitergehen? Nein. Ah, ja, möchte ich. Oh, zwei Sinelbeeren. Ja, ja. Das mit den... Man verliert Items und so, das kenne ich ja schon. Das sind ja einfach Standard-Tipps von Pokémon Mystery Dungeon. Ich kann über einen Felsen schräg rübergehen. Nein, ich wollte... Ja? Lol. Alles klar. An einem Felsen einfach so vorbei. Kratzer! Was? Kratzer! Kratzer! Aua. Na, ich... Oh, schon wieder, ey. Ich bin zu doof, um gewiss... ja, doch Gewissheit einzusetzen. Das gibt's nicht. Wir sind schon Level 7, merke ich gerade. Wir sind nicht Level 6 oder so.
Dann Level 5 oder so Level 7, okay. Gewissheit. Und Kratzer. Was? Oh, schon besiegt. Lul. Okay, da kommen wir nicht lang. Gehen wir mal hoch. Die Karte ist halt ein bisschen klein so für mich. Unten rechts auch. Für euch wahrscheinlich noch mehr. Wo das geht, bei euch ist es leichter erkennbar als bei mir, habe ich das Gefühl. Okay, Expedition. Tipps mit Müdigkeit. Aber ich will natürlich das Poke. Was? Flank, was ist denn mit dir? Gewissheit. Glut. Okay, gehen wir weiter. Stufenberg, Osteingang. Okay, damit haben wir das so überwunden. Cool. Unser erster Mystery Dungeon, Leute. Geschafft. Wir sind auf der anderen Seite. Wir sollten gleich da sein. Nur noch ein kleines bisschen. Okay. Nee. Flank, kommst du? Okay, du kommst mit. Wie man hier lang slidet, ey. Cool. Oh, ich freue mich auf dieses Spiel, Leute. Ich freue mich so sehr. Weißt du, wir hatten erst ein Pokémon-Spiel so wirklich, aber ja, speichern und fortsetzen. Wir hatten erst ein Pokémon-Spiel, aber das ist was anderes, finde ich. Ich war am Struggeln zwischen Pokémon Heart Gold und Pokémon Mystery Dungeon. Und ich dachte, Pokémon Mystery Dungeon, das ist definitiv. Hurra, wir haben es geschafft. Da wären wir. Das wurde aber auch Zeit. Das ist alles dir zu verdanken, Doki. Vielen, vielen Dank. Kein Ding. Lass uns keine Zeit verlieren. In dem Brief stand ganz sicher, dass wir hier entlang müssen. Okay, wir. Ich kenne dich nicht mal, Floink. Du hast nicht mal den richtigen Namen. Okay, vielleicht ist Floink sein richtiger Name, aber egal. Pokémon haben ja nur so die Namen, ne? Moorlord. Lu. Moor, gerade noch rechtzeitig. Ich bin Moorlord. Ich verwalte das Grundstück hier. Bist du zufällig, Floink? Ja. Ne, das stimmt. Habe ich doch gewusst. Du kommst von weit her und musst müde sein. Da hat sich die Warterei doch gelohnt. Ich habe hier ganz allein Löcher in die Luft gestarrt. Er wollte schon die Heimreise antreten. So sehr habe ich mich gelangweilt. Aber nun, wo du schon einmal hier bist... Bist du wirklich damit einverstanden? Immerhin ist die Gegend hier nicht sonderlich einladend. Außerdem breiten sich die mysteriösen Dungeons tagtäglich aus. Wer weiß, was aus diesem Ort wird? Ja, aber gerade das macht den Reiz aus. Das nötige Kleingeld habe ich auch dabei. Willst du es auch sicher nicht bereuen? Na gut, bitte, hier ist der Kaufvertrag. Floink hat das Grundstück von Moorlord gekauft. Alles klar. Das Grundstück gehört nun dir ganz allein. Du kannst damit anstellen, was du willst. Okay. Hey, hurra, hip hip hurra. Ich werde diesen Ort in mein eigenes kleines Paradies verwandeln. Yeah. Entschuldige, dass ich so aus dem Häuschen geraten bin. Ich habe dir doch vorhin erzählt, dass ich Abenteurer werden will. Und von hier aus werde ich meinen Traum wahrmachen. Mein Traum ist es, ein Paradies für uns alle zu schaffen. Ein Pokémon-Paradies. Ein Pokémon-Paradies? Und hier soll dieses Paradies entstehen. Die mysteriösen Dungeons breiten sich weiter aus. Niemand weiß, was hier noch geschehen wird. Das verunsichert natürlich viele Pokémon. Aber mich nicht, denn gerade diese Ungewissheit macht es doch erst so richtig spannend. Ich werde jeden Winkel dieser Gegend erkunden und mit vielen Pokémon Freundschaft schließen. Wir werden alle zusammenarbeiten und gemeinsam ein Leben voller Freude führen, das nichts zu wünschen übrig lässt. Ich möchte ein paar wahres Paradies auf Erden schaffen. Das ist mein größter Traum. Daher habe ich das Geld für dieses Grundstück im wahrsten Sinne des Wortes vom Munde abgespart. Außerdem waren die anderen Grundstücke viel zu teuer. Der reinste Wucher. Er hatte eigentlich gar keine Wahl. Er schwamm drüber. Das ist der Ort, an dem ich meinen Traum verwirklichen wird. Sieh an, davon träumt Floink also. Wie schön, wenn man Träume hat. Ich bin schon vom bloßen Zuhören ganz aufgeregt. Und du, Doki, was hast du denn vor? Weißt du schon, wohin die Reise gehen will? Wohin du gehen willst? Falls du nichts vorhaben solltest, nun, dann könntest du mir ja vielleicht dabei helfen, mein Paradies aufzubauen. Na, was hältst du davon? Wie bitte? So ganz allein werde ich eine halbe Ewigkeit brauchen. Deshalb wollte ich mich mit möglichst vielen Pokémon anfreunden. Was sagst du, Doki? Willst du mit mir zur Hand gehen? Ich weiß nicht so recht.
Mir geht der Hilferuf aus meinem Traum einfach nicht aus dem Kopf. Andererseits weiß ich überhaupt noch nicht, was es damit auf sich hat. Und ich wüsste auch nicht, wohin ich jetzt gehen sollte. Also gut. Warum sollte ich Floink also in der Zwischenzeit nicht ein wenig unter die Arme greifen? Vielleicht komme ich ja so der Lösung meines Rätsels ein Schrittchen näher. Wer weiß. Also dann? Ja, wir helfen dir. Wirklich? Du willst mir tatsächlich helfen? Klasse, vielen Dank. Von jetzt an sind wir beide Freunde. Und Weggefährten. Und nun, da wir Freunde sind, könntest du mir einen Spitznamen geben. Na, was hältst du davon? Such dir bitte einen schönen Namen für mich aus. Komm, ich benenne dich mal nach einem Spitznamen vom guten Kumpel. Nenn dich einfach Teddy. Du bist jetzt Teddy. Teddy. Teddy, richtig? Gut, dann bin ich für dich dann nur ein Teddy. Der Name passt zu mir. Oh, fast. Schweinchen wäre doch passen. Ich werde ein Paradies erschaffen. Du kannst mich beim Wort nehmen. Die Begeisterung auf dem Gesicht von Teddy ist einfach ansteckend. Es war die richtige Entscheidung, meine Hilfe zuzusagen. Aber ich kann irgendwie immer noch nicht fassen, dass ich jetzt ein Pokémon bin. Und alles nur wegen einer Stimme, die mich im Traum rief. Ehe ich mich zwar sah, hatte ich mich in ein Pokémon verwandelt. Ach ja. Wie es jetzt wohl diesem armen Pokémon geht, dass ich in meinem Traum verfolgt wurde? Ich muss ihm schleunigst helfen. Aber wie stelle ich das bloß an? Was soll ich nur anfangen? Wo soll ich nur anfangen? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Zunächst einmal muss ich herausfinden, warum ich in dieser Welt gelandet bin. Und außerdem habe ich das Gefühl, wenn ich bei Teddy bleibe, wird etwas Aufregendes passieren. Ich habe das Gefühl, ein Abenteuer wartet auf mich. Doki, wir werden unser Bestes geben, ja? Zugegeben, noch sieht es hier ziemlich trostlos aus, aber du wirst deinen Augen nicht trauen. Denn hier wird unser ganz persönliches Paradies entstehen. Und damit war es das erstmal mit der ersten Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was kommt jetzt noch? Entdecke ein Magna-Portal. Ist jetzt verfügbar. Okay. Diese Funktion kann immer als Hauptmenü genutzt werden. Alles klar. Ja, wir wollen speichern. Und zum Hauptmenü zurückkehren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut. Und nein. Autsch. Da rein.